Yo, this industry is so confusing. Hard to tell who's really with me or who's trying to use me. If I told you I respect you, I ain't say it loosely. I don't throw those words around, it's just not how I do things. Ay, yeah, I know I can be a nuisance. Ain't afraid to admit it if I think the shoe fits. People ask me where I've been, I've been writing new hits. Had to make my own plan. Okay, wir sind hier in Lakey Peak. Anat ist auch dabei. Es ist ziemlich fett. Heute sieht mir das nach 8-9 Fuß aus. Let's go, Alter. Bruh, too early for me to be that scared. Fucking Moses. Ich bin am Arsch. Look at the steep drops as well. It's just the height that's freaking me out sometimes. Like, you know, you paddle for a wave and you're like questioning your life. Like, should I go, should I not go? I'm scared, I'm not scared. If you don't commit, you're fucked, yeah. Go over the fall, that's it. That's how it works. Don't let me down, sweet mama. Oh, sweet mama, don't let me down. Let me down. Come on, let's play. Dying to get you in the palm of my hand. Working the long con plan. Don't let me down, sweet mama. Sweet mama, don't let me down. Coming on, this way. Dying to get you in the palm of my hand. Working the long, cold plan. If you knew the truth about me, baby, going away in hell, you'd stay. But if I filled you in, would you take it to the grave? Secret ain't no secret, if you give it all away. So, sind gerade aus dem Wasser gekommen, völlig wasted. Es war größer als erwartet, aber ich habe mich dann doch gegen das 6-6 entschieden, bin mit dem 6-1er rein. Aber das war teilweise zu kurz und ich bin echt auch oft einfach straighten out, weil ich nicht genug, ich hatte einfach nicht genug Bums, um da reinzukommen. Und dann gab es super viele Wellen, wo die haben oben nicht getubed und dann Bottom Turn und dann unten auf der Section, auf der linken. Dann ist man rein, dann war die perfekt und dann am Ende haben super viele zugemacht. Also 80% der Wellen haben zugemacht, aber ich hatte so Spaß, endlich mal wieder richtig fett auf die Mütze gekriegt und keine Ahnung, was wir jetzt machen. Erstmal was essen und dann nachher vielleicht nochmal oder morgen wieder. Was geht da hinten ab? What the fuck? Fun. Had a couple of like fun drops. I was scared at first. Now we're sitting in a sketchy restaurant, hoping for not having a diarrhea afterwards. And it's looked a lot bigger for tomorrow, you know? Heute war so ein Tag, wo absolut gar nichts funktioniert hat. Es hat die ganze Nacht geregnet, dann war morgens leider onshore und dann sind wir zu Periscopes, war zu low, zu heavy und dann auf der ersten Welle bin ich reingezogen, auch in die Tube. Erste Section ging ganz gut und dann bei der zweiten Section ist die Section bei mir zusammengeklafft und dann hat es mich komprimiert und ich habe mein eigenes Knie ins Gesicht bekommen. Ich war echt fast blacked out, also bin hochgekommen, Brett war gesnappt, konnte dann an Land schwimmen, beiden Hälften zusammensuchen. Hab mein anderes Brett ready gemacht, bin wieder raus und dann ab dann hat gar nichts mehr geklappt. Nur ein paar heftige Drops, ein paar Air-Versuche, aber es ging gar nicht. This is my boy! Oh, come on, man! I wanna catch a fucking swell in my life. Keep on missing them. Keep being grateful for swells. They're here and we just keep on catching them. Man. They're here and I go straight on a wave like that. No! Hier sind die gebrochenen Hälften. Einmal clean. In der Mitte durch. Ich
will's well. Ich will's well. Yeah, but too much. What do you mean too much? That's all. Oh, nee, ne? I hope you hit 10k today at least. I think it's gonna happen in like a week. A week? For 20 followers? Wir gehen jetzt eine Runde Lakey surfen. Jessica, extra screen. Dankeschön. Brother, can you stop? Is there a chance you stop? Leider recht klein eben. Trotzdem hatten wir ein paar gute Wellen, aber jetzt fahren wir in die Village. Mal schauen, was hier so zu sehen gibt in Hu'u. Hu'u heißt die Village nämlich. Probably getting a little sunburned. Cowtown! Look at the left, look at the left! Air on the end section, and as I turned it around, I nosedived, and then the nose went into reef, and then it wasn't broken at all. Actually, it was like this first. And then I kept surfing it for a while. I actually got a few more barrels, I think, and then I broke it all the way. Still offshoring.
stay true to the vlog, true to this. Actually, the conditions were so good. I broke my board on my second wave and then went in, got back out on my 5.11 and couldn't get a good wave since then. So pretty much nosedive every wave and touched the reef, hugged it a little bit, stayed offshoring, so kind of need to go back out there. Viele Airs gehabt, bis zum Ende, hatte richtig Spaß und dann ganz am Ende, zack, fährt durch, wer hätte es gedacht. Das ist jetzt das vierte, was ich breche in 10 Tagen. Ich habe jetzt eigentlich keine Bretter mehr. Ich bin ein einhändiger Motorradfahrer, oh shit. Holy. Hey. Wir waren ungefähr 6 Stunden surfen, es war absolut epic. Da kommt ein Auto, boah, ein paar Tubes morgens, nachmittags ein paar Airs. Woo! Absolut stoked, richtig happy mit den Wellen heute. Und jetzt gehen wir erstmal Abendessen, glaube ich, und dann schlafen gehen, direkt. Hier bei der Hauptverkehrsstraße mit dem krachen Vloggen kannst du absolut knicken. Yo, das war's zu unserem Trip in Lakey Peak. Wir hatten 2 richtig gute Tage. Wir haben unheimlich viele Bretter gesnappt. Anna 3, ich 4. Ich muss jetzt auf dem Weg 2 neue kaufen. Und ja, ich bin gerade auf dem Weg auf die Mentawise. Da kommt ein fetter Swell. Also macht euch auf Doppelups gefasst. Und wenn es euch gefallen hat, like and subscribe. Und wir sehen uns in HTs. Tschüss!